Besser muss Mike nicht sterben. Aber die... Aua! Ich bin tot. Ach, da ist eine Kugel. Sehr gut. Sehr schön, kann ich mir was zu Leben einfüllen. So, hab beide Kugeln. Ist Elgar ein Hund tot? Nee, aber Mike. Shit. Ich bin auch am Boden. Ich jetzt auch. Mike, ich hab das. Oh, ihr haltet ja nix aus. Ja, ich auch. Wir sind da gerade runtergefahren. Da kriegt ihr mich nicht. Ich glaube, Mike kriege ich noch wiederbelebt, bevor die Kringel wieder zu groß sind. Aber ich verstehe das noch nicht so ganz. Ich habe auf den Hund von Mike geschossen, oder soll ich auf die Maschine ballern? Eigentlich auf die Hunde. Okay, das ist der Kringeler hier. Ja. Schmerz, Zeit, echten Schaden anzurichten. Schmerz. Beeilung! Ihr müsst den Leichnam des Hundes mit der Drache retten, bevor er wiederbelebt wird. Fuck. Also einer die Drachenenergie löste sich bei eurer Landung auf. Das ist ja tot. Ihr müsst sie auf eine der Leichen der Hunde abfeuern, während ihr noch in der Luft seid. Mal gucken, wann der verschwindet. Also muss warten, bis sie ihr Leben dann sofort töten und dann auch sofort treffen. Beeilung! Bei dem anderen ist zum Beispiel kein Gründerkrieger mehr drauf. So, machen wir das. Die Maschine reagiert! Gut gemacht! Macht weiter so und die Maschine wird sich für einen Teil der Drachen halten. Noch so ein Stoß und es sollte erledigt sein. Wer hat mir das geklaut? Könnt ihr mir einen kurzen noch halten und einfach mal in den Tod springen, dann kann ich wieder kommen. Nee, wir sind gerade so weit. Die Maschine hat schon wieder reagiert. Ich weiß ja nicht, ob das resettet. Als Leichnam begonnen, wieder zum Leichnam geworden. Wir können einfach vom Startpunkt dann neu rüberfliegen und da habt ihr Zeit, echten Schaden anzurichten. Oh cool, ich hab dich sogar fast getroffen. Dankeschön. Aber ich habe auch gesehen, dass verderbt die Kadaver eines Hundes mit der kombinierten Drachenenergie. Das ist passiert. Vernichtet die Hunde, indem ihr die Leichen mit Drachenenergie verderbt. Also, achso, jetzt sollen wir das nochmal machen, oder was? Genau, wir müssen beide jetzt so töten. Das heißt, jetzt müssen wir kaputt. Die Hunde, bevor Mike sie abfeuert, glaube ich. Ja, ich glaube, das eine war nur zum Testen und jetzt müssen wir beide nochmal oder irgendwie so. Okay, der hier unten ist gleich da. Hast du die Kugel noch, Mike? Ja, wo, wie, was, wie, war, wie, war, wie, war. Ja, einer ist tot. Einer liegt. Er ist weg. Ihr habt es geschafft! Das war ein schwerwiegender Fehler. Nö, nee, dann hätte mein Bündnis Sound gemacht. Das war gut, Kommandeur. So, da liegt es auch. Ja, wir haben keine Kugel. Egal, noch einmal. Die Überlastung ist bald erreicht. Ah, jetzt. Guter Zeitpunkt. Ich bin bereit, die Maschine zu überlasten. Seid ihr euch bei dieser Angelegenheit sicher? Ob ich sicher bin? Seid ihr sicher? Schätze, das werden wir bald herausfinden. Aber was macht Balthasar da? Oh, ich bin tot. Ich auch. Der hat mich einfach vom Himmel geschoben. Was für ein Arschloch. Alter, der hat ein geiles Schwert. Moment, ich krieg euch das Schwert habe ich auch. War ja wieder klar. Und passt wieder aufgestanden. Ich auch. Stehen alle wieder? Oh. Ja.
Unbegrenzte Macht. Fast kosmische Kräfte. Alles klar? Wie sie kleine Lebensraum? Ja, die Maschine hat überlebt. Oh, kann man sich das vorstellen? Ich habe tatsächlich Unrecht. So, oder sehe ich das zurück, oder wie? Tja. Was war das? Es ist genau das passiert, was ich vermutet hatte. Es hat nur etwas länger gedauert. Tyria scheint in Ordnung zu sein. Also hat zumindest das funktioniert. Seht ihr Balthasar? Nein, es sah so aus, als würde er bei der Explosion verdampfen, aber wir wissen ja, dass er sich anscheinend nicht gern an Regeln hält. Noch ein Sieg für mich. Und Primordus? Oh, ich überprüfe das mal. Wenn ihr das Ding in der Mitte einsammelt, gibt es einen Erfolg. Als Drachenspektrum, Primordus. Energie sinkt auf das Niveau vor dem Erwachen. Gute Nacht, süßer Drache. Ich vermute, mit Jaumark ist dasselbe passiert. Dennoch, wir sollten so schnell wie möglich aus diesem heißen Loch hier verschwinden. Wir haben gerade zwei Altdrachen verschont, Taimi. Und das musste ich jetzt einfach laut sagen. Ich glaube es irgendwie immer noch nicht. Paradigma verschoben. Aber ich muss zugeben, ich bin erleichtert, dass ich nicht für den Tod all dessen verantwortlich bin, was ich kenne und liebe. Bestätigt diese Theorie so bald wie möglich. Wir werden sehr überzeugend sein müssen, wenn dies alles hier öffentlich bekannt wird. Ich werde keinen Schlaf bekommen, und zwar so lange, bis ich... Obwohl, vielleicht wäre es doch ganz gut, vorher ein kleines Nickerchen zu machen. Das solltet ihr tun. Ich werde währenddessen versuchen herauszufinden, was mit unserem göttlichen Freund geschehen ist. Wenn wir Glück haben, wurde er bis hin zu den Nebeln verstreut. Zumindest heute haben wir gewonnen, Kommandeur. Der Punkt geht an die Drachenwacht. Stimmt. Und vielleicht sind wir eines Tages eine Gilde, die ein vollständiges Team ins Feld führen kann. Haha. Seid gnädig zu euch selbst. Rata Sum wurde nicht an einem Tag erschaffen, wisst ihr? Wir werden noch früh genug dorthin kommen. Tübetigen. Komm, Mike ist raus. Ja, Mike jetzt ist wohl ganz laut. Ja, er hat nicht mitgekriegt, weil er meiner Channel war. Nicht einfach unschlagbar? Oh, es gibt mal wieder Zeug. Chronik abgeschlossen. Balthasar ist verschwunden. Noch hin, während ich aus der Dungeon gefetzt wird oder so. Wir haben einen Beherrschungspunkt erhalten. Klicken, um zu verlassen. Nein! Doch. Zu spät. Oh. Ich hasse dich. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne... Danke. Danke. Das gebe ich dir irgendwann zurück. Es gab dann noch einen Erfolg, aber das hast du nicht mitbekommen. Ich habe den Erfolg schon. Kugeln sammeln. Das gab es einen zweiten. Ja, da gibt es ganz viele Kugeln, die man einsammeln kann. So, ihr habt nur gesagt... Ich habe nur verstanden während des Dialogs, wenn man die Kugel in der Mitte einsammelt, gibt es einen Erfolg. Ja, das andere kam später. Du bist wegen dem Dialog bist in einen anderen Channel gegangen und hast das nicht mitbekommen. Oh ja, danke schön. Jetzt nehme ich das ernst. Ernst, ja. Ich nehme das End. Gut. Ist ja nicht schlimm. Nö, ist ja nur ein Erfolg, dass ich nie wieder machen kann. Doch, also alle diese Storyteile sind wiederholbar, dass man diese Erfolge noch machen kann. Dafür verlange ich einen Beweis. So, ich hoffe, ihr hattet eine schöne Woche. Ja, anstrengend war sie. Und wird noch anstrengend werden. Meine war nicht schön. Nee? Nee, ich hatte Dienstag einen Autounfall. Mein Auto ist voll Schrott. Ach du Scheiße. Scheiße. Aber dir geht's. Aber ich war nicht schuld. Also der andere wollte links abbiegen. Ich wollte gerade über die Straße und der hat mir die Vorfahrt genommen und ich bin mal voll rein. Super. Und dir geht's gut? Ja, gesundheitlich geht's uns beiden gut, aber beide Autos voll Schrott. Naja, Glück gehabt. Besser die Autos als Körper. Absolut.
Absolut. Aber ich muss jetzt sehen, dass ich noch ein neues Auto kriege und ich habe da ein bisschen Schiss. Ich weiß nicht, sind Autohäuser dann auch vom Lockdown betroffen, wenn die nächste Woche alles dicht machen wollen? Ja, auf jeden Fall. Da kannst du von ausgehen. Also muss ich noch schnell eins kriegen. Ja, da kannst du locker von ausgehen. Das Coole oder je nachdem, ich weiß auch nicht. Ich bin auch dafür. Ihr habt toll. Eine gute Tat getan. Hab Dank. Der Schutz durch die Druidenältesten besteht nicht mehr. Wieder in Frieden. Sappel mir doch ins Wort. So. Ja, ich bin auch davon betroffen. Mehr oder weniger. Wie fand ich die Episode? Interessant. Aber ganz ehrlich, ich habe keinen Altdrachen gesehen. Ich fand, der sah auch irgendwie komisch aus. Dieser Horta-Verschnitt da in der Mitte, der so ein bisschen aussieht, als wäre er aus dem Gebiet Magmoor von Metroid Prime entkommen. Das soll ein Altdrache werden? Oder sein? Das ist einer. Sieht eher aus wie so eine Altschnecke. So, und hallo übrigens an alle, die da sind. Aber zum Glück ist gerade nichts passiert. Es wäre echt schlecht, weil dann hätten wir nämlich kein Lexikon, auf das wir zugreifen könnten. Ah, das ist das einzige Problem. Das habe ich auch gerade gedacht. Wie nett. Ja. Ich sag ja, ihr kriegt das alles zurück. So. Dann soll ich ja nochmal die... Kein Problem. Wer austeilt, muss auch einstecken können, oder? Ja. Genau. Hä? Was? Ich hab doch diese Quest angenommen. Die Episode spielen. Balthasar ist verschwunden. Wie spürt man einen Gott auf? Aber ich habe keinen Questmarker. Obwohl er gesagt hat, ein Götterfels, aber da ist nichts. Bitte. Bitte kommen, Kommandeur. Hallo, wie geht es euch? Schön, schön. Wie es mir geht? Sehr gut, danke der Nachfrage. Nachdem wir die Höflichkeiten jetzt hinter uns gebracht haben, was ist mit Balthasar los? Es gibt noch keine Neuigkeiten, aber ich hatte eine Idee. Ich werde in Götterfels mit einem Priester des Balthasar sprechen. Exzellente Logik. Seit diesem Vorfall mit Balthasar habe ich mich mit den Göttern der Menschen beschäftigt. Äußerst merkwürdiges Zeug. Da ihr von dort stammt, gehe ich davon aus, dass ihr nicht ohne Einfluss seid. Zudem stehen diese Götterfelder tief in eurer Schuld. Ihr habt schließlich die Stadt gerettet. Die Königin und Logan haben dabei ein bisschen geholfen. Ende, Timey. Wir sprechen uns bald wieder. Habe ich eigentlich Erfahrung bekommen dafür, dass ich die Quest abgeschlossen habe? Nö, ne? Da war nix. Du hast doch da diesen ganzen Plunder bekommen, oder nicht? Habe ich Plunder bekommen? Ja, stimmt, hast recht. Aber ich will Erfahrung, ich will kein Plunder, ich muss noch die... Ich will Idalir fertig kriegen. Da war Erfahrung bei. Ich muss diese Gehirnzellen von Nuhoch lernen, oder wie auch immer das heißt. Damit ich den Händler ansprechen kann, dann kann ich mich das was kaufen, was ich brauche. Denn das ist der bearbeitete Langbogen, nämlich mein. Dann ist Idalir auf 80%. Das hört sich doch gut an. Also ist ziemlich gut auf jeden Fall auf dem Weg. Mir fehlt tatsächlich noch ein gutes Stück, aber halt diese Münzen, die Wöwernschuppe, die müsste ich eigentlich haben. Den Hornbogen, dafür brauche ich diese Münzen, glaube ich. Das dauert noch ein bisschen alles. Aber Fakt ist, Idalir ist auf einem guten Weg. So, was soll ich jetzt machen? Götterfeld? Erstmal in Inventar. Ich muss mal eben noch Schrott verkaufen. Ich bin so voll mit dem Inventar. So, wer möchte sich jetzt bei mir entschuldigen? Niemand. Weil ich habe eine Vergebungsfarbe zu vergeben. Das Wort kenne ich nicht. So, wer sich bei mir entschuldigt, kriegt eine Vergebungsfarbe geschenkt. Was? Meins. Alles meins. Super, alles Zeug, was man hier nicht irgendwie benutzen kann. Was ein Vulkanherz ist. Ist das Vulkanherz? Soll ich das verzehren oder ist das gut? Das gibt Energie oder ich was war das? Nach strengsten Qualitätsmaßstäben entfesselte Magie zu erhalten. Ja, kriegst du 500.
Achso, und der Druidenstein hat einen Erfolg, fertig, okay. Ja, ist immer gut, wenn man sowas hat. Kaputter Dietrich. Ich krieg einen kaputten Dietrich als Belohnung. Genauso. Dann könnte man auch genauso gut einen Sack Reis bekommen. Ich bin einmal kurz auf Klo. Geht nicht. Ich dachte, er würde sagen, ich bin jetzt kurz weg. Oder ganz weg. Ich bin so ganz kurz weg. Das kam leider nicht an. Ihre Antwort wurde leider nicht wahrgenommen. Bitte senden Sie nach dem Piepton erneut. Piep. Wir haben Sie nicht verstanden. Bitte wiederholen Sie nach dem Piepton. Piep. Gefällt mir. Sie haben meinen Charakter Tante gesagt. Sehr schön. Ihre Antwort wurde wahrgenommen. Bitte warten Sie. Es wird verarbeitet. Hier fehlt ja einer. Ich dachte, das kommt aus Datenschutzgründen, müssen wir noch das Formular für den Waschmaschinenkauf unterschreiben. Aus Datenschutzgründen ist dieser Stream für Kinder unter 18 Jahren nicht geeignet. Allein aus Datenschutzgründen. War grauen, wo bist ich du eigentlich? Ich erinnere mich gerade an die Situation vom Palast mit Doggy und so. Vor dem Palast mit wem? Mark? Was denn? Der erinnert mich nicht mehr. Nein, also so ein schmutzigen Kram würde ich doch niemals erwähnen. Ach so, die Geschichte. Ja, daran kann ich mich jetzt noch erinnern. Nein, das ist ja Quatsch. Ja, hast recht, ich kann mich nicht erinnern daran. Ich war gerade am Zerlegen und dieser Zerleger sagte, das ist äußerst bemerkenswert. Jetzt mache ich euch fertig. Das machst du wieder zur Situation. Das ist cool. Ja, das ist immer lustig. Ich hatte gerade auch, ich bin ja bei dem Kampf auf den Kreis, bin ich ja mit dem Boden, auf dem Boden aufgeschlagen und wieder hochgeploppt, ne? Da sagte mein Charakter, Schmerz und dann Zeit, echten Schaden auszuteilen. Das ist so geil manchmal. Einfach so auf den Boden aufklatschen und Schmerz. Ja. Ja, okay, Leute, das wird wohl noch ein bisschen dauern. Aber ich lass den Rest jetzt ablaufen und folge. Ich lasse das on, damit ihr, ja, weil es gerade jetzt interessantes Gespräch ist und so. Das cutte ich jetzt nicht weg. Kommt eine lustige Anekdote, ne Quatsch. Ich habe beschlossen, das neue Addon. Oho. Es ist 12 Uhr. Hier sind die Nachrichten. Ne, ich habe beschlossen, dass... Hier im Studio. Ja, hier im Studio. Ne, ja, ich habe beschlossen, dass... das kommende ESO-Addon, glaube ich, nicht aufzunehmen. Irgendwie habe ich keinen Bock drauf. Was schreiben die da unten hier? Also manchmal verstehe ich die Chats nicht, wenn die irgendwas da reinschreiben. Wow! Okay, ist irgendwas passiert. Sind alle da? Können wir weitermachen? Ja, wir warten alle auf dich. Alle, wie immer. Sehr gut. Dann könnt ihr auch noch länger warten.